Die Initiative Aufstehen ist ein Projekt von Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine. Es ist kein Projekt der Partei Die Linke. Wir treten als Partei für soziale Gerechtigkeit, für Demokratie, Frieden und auch seit Jahren gegen den Rechtsruck ein. Unsere Aufgabe ist es, als Partei Die Linke zu stärken und diese Ziele durchzusetzen. Wir kämpfen seit Jahren für gesellschaftliche Mehrheiten. Aktuell verstärken wir auch unseren Kampf gegen den Rechtsruck, so wie man in Chemnitz und in Dresden sehen kann. Wir kämpfen auf allen Ebenen in der Zivilgesellschaft für soziale Verbesserungen, für Demokratie, Frieden und Fortschritt. Wir laden selbstverständlich alle Personen und alle Bündnisse dazu ein, da mitzuwirken, dass es eine gesellschaftliche Mehrheit dafür gibt, ungeachtet der Personen. Wir erwarten wiederum von unseren Mitgliedern und Mandatsträgerinnen, dass sie sich mit voller Kraft für genau diese von uns beschriebenen Ziele ebenfalls einsetzen, dass sie ihre ganze Kraft, insbesondere auch im Rahmen der Landtagswahlen in Bayern und Hessen, einsetzen, dass wir als Partei Die Linke gestärkt hervorgehen, weil das eine Möglichkeit ist, dem Wechsel, dem gesellschaftlich notwendigen Wechsel Ausdruck zu verleihen. Wir haben überhaupt nichts gegen die Bildung gesellschaftlicher Bündnisse. Im Gegenteil, wir sind ein aktiver Motor dafür, wenn es sich irgendwo gesellschaftliche Bündnisse bilden, etwa im Bereich der Pflege, im Bereich der Wohnungsnot, die wir aktuell haben. In vielen Politikbereichen arbeiten unsere Mitglieder an diesen gesellschaftlichen Bündnissen mit. Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass wir diese gesellschaftlichen Bündnisse an irgendeiner Stelle nicht machen. Es ist so, dass wir als Linke mit klaren Zielen für einen Wechsel bereitstehen. Und es war in der Vergangenheit nicht so, dass der Wechsel an uns gescheitert ist und er wird auch in Zukunft an uns nicht scheitern. Sie können ganz persönlich sehen, dass ich als Person immer dafür bereitstehe, wenn es auch nur minimale Veränderungen, Verbesserungen gibt, dass wir dann dem uns selbstverständlich nicht verschließen werden. Dafür gibt es überhaupt keinen Grund, dafür gab es in der Vergangenheit keinen Grund. Das galt beim Mindestlohn, das galt auch zur Höhe des Mindestlohns, das galt bei anderen Forderungen. Wenn es kurzfristige Verbesserungen gibt, sind wir immer dazu bereit. Ich sehe nicht, wie das innerhalb der Linkspartei zu irgendeinem innerparteilichen Streit führen kann, weil wir im Bundesparteitag im Juni dazu klare Entscheidungen getroffen haben. Ich finde es angemessen und auch demokratisch, wenn unsere Mitglieder diese Entscheidungen respektieren, wenn auch unsere Mandatsträgerinnen und Mandatsträger das respektieren, was unsere große Mehrheit von 60.000 Parteimitgliedern entschieden hat. Ich erwarte, dass die Bundestagsfraktionsvorsitzende sich mit voller Kraft dafür einsetzt, dass die Fraktion Die Linke gestärkt wird, dass sie dort dargestellt wird als unsere Vertretung im Parlament, als diejenige, die die linken Positionen nach vorne trägt, in Reden, in der Ausschussarbeit, auf den Straßen, auf den Plätzen, jetzt gerade aktuell auch im Landtagswahlkampf in Hessen und Bayern.